Hallo und herzlich willkommen. Das Osterfest steht ja vor der Tür und vielleicht habt ihr ja mal so richtig Lust darauf, eure Ostereier selber zu gestalten. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und das geht auch ganz einfach und wie ich meine Eier gestaltet habe, das zeige ich euch heute einmal. Ich habe meine Eier mit Acrylfarbe bemalt. Oder aber auch mit einer Serviettentechnik beklebt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Serviettenmotive und es gibt wunderschöne Acrylfarben. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich habe meine Eier noch mit wunderschönen Perlen verziert. Das finde ich persönlich jetzt nochmal ein kleines Highlight. Ja, und was ihr dazu benötigt und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Wir brauchen auf jeden Fall ausgepustete Hühnereier, Servietten mit unterschiedlichen Motiven. Da könnt ihr euch ja aussuchen, was euch da vielleicht am besten gefällt. Wir benötigen einen Serviettenkleber und einen Pinsel zum Auftragen, Acrylfarben. Da finde ich jetzt gerade die Neonfarben auch ganz schön oder kräftige Farben. Jetzt gerade im Frühling zum Gestalten der Ostereier sieht das wunderschön aus. Dann brauchen wir Perlen zum Verzieren. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen und Formen, Farben aus Holz oder Plastik. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Ei auch hinterher noch mit einem Glitzerpuder bestreuen. Wenn das Ei dann gut durchgetrocknet ist, versiegle ich mein Ei mit einem Klarlack. Und zu guter Letzt brauche ich natürlich noch ein Band. Ich persönlich finde jetzt das Naturband sehr schön. Ihr könnt aber auch anderes benutzen, was ihr gerade zur Hand habt. Dann beginnen wir jetzt mal mit dem Gestalten unserer Eier. Ja, ich nehme jetzt mein Osterei und wir fangen mit der Serviettentechnik an. Bevor ich meine Servietten auf das Ei klebe, bereite ich meine Serviettenmotive vor. Dabei ist es wichtig, dass ich nur die erste Lage der Serviette benutze. Dann reiße ich mir aus der Serviette denn die passenden Motive raus, die ich gerne auf mein Ei kleben möchte. Hier zum Beispiel eine kleine Osterprinzessin. Und dann fixiere ich mein Ei auf einem Holzspieß, damit es mir nicht ganz aus der Hand wandert. Und jetzt träufle ich auf mein Ei meinen Kleber. Erstmal die eine Seite schön bestreichen. Und dann lege ich mein Motiv auf das Ei. Und jetzt streiche ich mit dem Pinsel, der noch mit Kleber betränkt ist, auf das Motiv und klebe das Motiv auf dem Ei fest. Dann nehme ich meine andere Seite, da träufle ich auch wieder etwas Kleber drauf, streiche die auch. Und nehme mein neues Motiv. Jetzt haben wir hier noch vielleicht einen kleinen Jungen, einen Osterhasenjungen der anderen Seite. Und das mache ich jetzt mit meinem ganzen Ei, bis das Ei rundherum mit Motiven beklebt ist. Blume, immer wieder ein bisschen Kleber rauftun. Nicht zu viel. Und dann streiche ich die Serviette damit ein. Wenn ich noch kleine Lücken habe, kann ich die nachher ein bisschen mit Acrylfarbe auch noch mal etwas korrigieren. Ja, jetzt habe ich soweit die Serviette draufgeklebt und wenn ich möchte, kann ich jetzt auf diesen feuchten Kleber noch etwas Glitzer raufstreuen.
sieht die Prinzessin gleich wunderschön aus. Jetzt muss das Ei trocknen. Und dann können wir uns ein Ei bemalen mit Acrylfarbe. Ja, ich nehme da mal das braune Ei. Auch das spieße ich zur Fixierung auf einen Holzstab auf. Und dann nehme ich mir verschiedene Acrylfarben. Ich nehme jetzt mal das Grün. Und ein Rot. Und jetzt bestreiche ich mein Ei. Und ich finde, das sieht jetzt schon richtig wunderschön aus. Da können wir ruhig ein bisschen dicker auftragen. So, und dann können wir gleich, weil das läuft jetzt nicht so mit Grün, Punkte aufsetzen. Die können auch ruhig ein bisschen dicker sein. So. Das sieht doch schon mal richtig schön aus. Und auch hier können wir, wenn ihr möchten, etwas Glitzer rüberstreuen. Auch das Ei stellen wir jetzt zum Trocknen auf. Unsere Eier müssen ja nun erst einmal einige Zeit durchtrocknen, auch der Kleber der Servietten. Und wenn die Eier gut durchgetrocknet sind, dann nehme ich meinen Klarlack und sprühe diese Eier draußen im Freien damit ein und versiegle sie somit. Dann müssen die natürlich nochmal trocknen. Das dauert ja noch eine Weile. Ich habe hier schon mal ein paar Eier vorbereitet. Die sind schon versiegelt. Und jetzt suchen wir uns ein Band aus und fädeln das Band durch das Ei hindurch. Das geht etwas schwierig hier unten. Ich habe mir hier so eine Rouladennadel genommen. Damit kriege ich das ein bisschen rausgefädelt. Müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber wenn ihr dann durch seid, könnt ihr das untere Ende jetzt mit Perlen schmücken. Sucht ihr euch schöne aus, die euch gefallen. Und dann macht ihr unten einen Knoten rein, damit die Perlen nicht wieder rausrutschen. Das Stückchen schneiden wir ab und dann haben wir schon einmal das untere Ende. So, wenn ich oben auch die Perlen beschmückt habe, dann mache ich einen Knoten hinein. Die Länge könnt ihr ja variieren. Und jetzt fädle ich am übrig gebliebenen Ende auch nochmal eine Perle als Schmuck ein. Noch mal einen Knoten, damit der nicht rausrutscht. Und dann ist mein Osterei zum Aufhängen fertig. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und allen ein wunderschönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal.